Aber jetzt erstmal The Last of Us 2. Wenn ihr die Folge heute Morgen verfolgt habt, dann wisst ihr, dass ich mit Abby gerade irgendwo in einer dunklen Grube voller Monster sitze, die mich auch gefressen haben. Ich hoffe, wir kommen da jetzt irgendwie lebendig raus. Aber das ist schon eine krasse Stelle irgendwie. Vor allem muss ich jetzt erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Das ist jetzt echt ein mieser Einstieg gerade. Ich muss jetzt auch echt irgendwie Munition und so sparen. Warum? Warum? Warum hatte ich denn jetzt bitte die Pistole ausgerüstet, Mann? Oh Mann, das nervt mich. Geh doch bitte durch, Abby, oder? Danke. Oh, nicht gut. Oh, shit. Das ist jetzt ungünstig. Oh, die kommen echt zu einem super ungünstigen Zeitpunkt wieder mal. Aber wann ist es schon mal günstig, dass so ein Chandler durch die Wand kommt, ne? Super, wir haben keine Munition mehr für gar nichts. Oh, shit, ey. Die Stelle ist echt nicht ohne. Ich bin nicht darauf vorbereitet gewesen, dass jetzt hier so viel Viecher kommen. Was, wo hier drüben? Ja, komm, nix wie weg hier. Mehr von denen. Nur eine Minute. Muss ich gut festhalten. Ich weiß. Konzentrier dich aufs Atmen. Ein und aus. Schön gleichmäßig. Ein und aus. Geschafft. Probier die Türen. Sieh nach, ob Infizierte da sind. Die schmecken bestimmt nicht gut. Ich würde die Türen nicht probieren. Nee, die sind genauso eklig. Wer weiß, was er sich da alles holt. Geht die auf? Nein. Hier rein. Gehen wir rein, bevor uns jemand sieht. Okay. Du bist hier der Chef. Ich sehe schon. Mach zu. Hilf mir bitte mal. Hey, das muss nur gerichtet werden. Okay. Weißt du, wie das geht? Schneid es in Streifen. Leg dich hin. Ich werde ihn jetzt bewegen, okay? Okay. Oh, das sieht schon echt super übel aus, oder? Der Arm.
Wie heißt du? Abby. Danke fürs Abschneiden. In dieser Gegend ist einiges los. Auch wenn es ihr schlecht geht, solltet ihr besser morgen verschwunden sein. Wir kommen klar. Ja. Ach ja. Okay. Owen. Muss ich mich erst wieder umstellen von Deadly Premonition auf The Last of Us. Die haben nämlich witzigerweise in vielerlei Hinsicht eine sehr ähnliche Steuerung, aber einige Tasten sind anders belegt und das macht es nur umso verwirrender, wenn man zwischen den beiden Spielen hin und her wechselt. Vielleicht mache ich im September mal ein Spiel, wo ich Deadly Premonition und The Last of Us 2 gegenüberstelle, weil die Spiele haben viel mehr gemeinsam, als man auf den ersten Blick denken würde. Sind dabei doch sehr unterschiedlich. Werkbank. Wo eine Werkbank ist, liegt normalerweise immer auch viel Schrott. Ja, da ist er, der große Schrottpreis. The Last of Premonition oder Deadly of Us. The Deadly of Us finde ich gut. Oder The Last Premonition. Die letzte Vorahnung. Das hat was. Das klingt nach so einem Hollywood-Action-Film, der irgendwie dann doch nicht so gut ist. So klingt das ungefähr. The Last Premonition. Okay. Wo waren wir stehen geblieben? Ich wollte hier ein Zielfernrohr. Das habe ich schon gemacht, genau. Hier haben wir schon den höheren Schaden. Hier kann ich mir den höheren Schaden nicht leisten. Den hätte ich aber echt gerne. Deswegen spare ich jetzt auch und werde nichts anderes machen. Dann hast du ja schon den Videotitel für die Folge hier, wenn ich es dann auf YouTube lade. Ja, genau. Stimmt. Kann ich mich bestimmt nicht mehr erinnern, wenn es soweit ist. Wobei, die geht schon morgen online, also vielleicht. The Last Premonition. The Last Premonition of the Deadly Us. Oder so. Grusel, Grusel. Ich will nicht schon wieder kämpfen, bitte. Vor allem, weil ich überhaupt keine Munition mehr habe für gar nichts. Dass ich diesmal meine Granaten gar nicht verbraucht habe, wundert mich. Grusel, Wusel, Heiterkeit. Ich mag so Gruselpassagen in Spielen gerne. Ich mag ja auch gruselige Spiele, Horrorspiele gerne. Aber die werden mir schnell mal zu viel. Ich bin da doch ein Schisser. Und da mag ich eigentlich das, wie The Last of Us das macht, ganz gerne. Diese Portionen von gruselige Gebäude mit Monster. Die passen für mich genau. Das ist gut rationiert. Immer wieder so kurze Horrorpassagen, aber man muss sich nicht wie bei Resident Evil 2 irgendwie 12 Stunden am Stück durch Gruselszenarien kämpfen. Das finde ich ganz nett. Zwischen Leber und Milz passt immer ein Pilz. Okay, hallo, Damocles. Das auf ist das. Aber der Cordyceps ist doch eher im Kopf.
Der müsste doch eher zwischen Hypothalamus und Zwirbeldrüse. Aber das reimt sich wieder nicht, ne? Könnte man das mit dem Hirn umdichten? Gibt es ein Hirnareal, das sich auf Pilz reimt? Ich glaube nicht. Oh? Ah, da ist er. Zwischen Hypothalamus und Zwirbeldrüse passt immer noch Gemüse, ist Katgas Vorschlag. Ja, warum nicht? Ich meine, Pilz ist natürlich kein Gemüse, aber kommt Gemüse schon sehr nahe, insofern. Zwischen Hypothalamus und Amygdala ist immer noch ein Pilzchen da. Das wäre jetzt mein Pitch für das Gedicht. Ist immer Platz für Pilze da. Hä, wo ist er denn? Ich höre ihn grunzen und gurgeln. Das ist sogar so doppelbödig, weil die Amygdala ist auch für Angst zuständig. Das passt perfekt. Okay, die Zeit des Schleichens ist vorbei. Die Zeit des infizierten Verhauen ist gekommen. Mich vorher zu heilen, wäre voll klug gewesen. Shit. Ich bin ganz schön tot. So. Haben wir das auch hoffentlich, oder? Abby? Genau, danke. Abby hat ihr Sätzchen gesagt. Ich würde ein Conan- oder Ark-artiges Spiel im The Last of Us-Universum feiern. Ich meine, so postapokalyptische Szenarien würden sich natürlich immer, auch das Fallout-Universum, super für sowas, ne, eignen. So Ressourcen sammeln, Werkzeug bauen, Siedlung ausbauen. Das würde natürlich sehr gut passen, auf jeden Fall, ja. Aber ich habe das vorher schon erzählt. Ich habe heute dieses Grounded probiert. Dieses Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, Aufbau-Survival-Spiel von Obsidian. Habe ich heute mal kurz angetestet, weil das in diesem Games Pass drin ist aktuell. Und da habe ich gemerkt, dass ich schon langsam echt übersättigt bin, was dieses Spielprinzip von Sachen sammeln, Werkzeug bauen, damit man bessere Sachen sammeln kann, damit man besseres Werkzeug bauen kann. Dieser Gameplay-Loop hängt mir inzwischen zum Hals raus. Den habe ich geliebt, lange Zeit, im Grunde seit Minecraft, im Grunde kann ich sagen, von Minecraft bis letztes Jahr, würde ich sagen, habe ich solche Spiele total geliebt, aber mittlerweile irgendwie nicht mehr. Zu viel, satt gespielt einfach. Ich meine, mein Gott, ich habe früher auch Aufbaustrategiespiele, Command & Conquer, und danach Supreme Commander, habe ich gesuchtet ohne Ende, kann ich heute auch nicht mehr sehen. Manchmal ist es einfach zu viel des Guten. Grounded hat Katka schon gestreamt am Sonntag. Ach so, ab später kommt noch richtige Hauptstory dazu. Ist nicht nur Survival. Na gut, okay.
Ja, genau, aber trotzdem, es ist halt. Ich habe, wie gesagt, eine halbe Stunde, vielleicht eine Stunde, reingespielt und habe mir gedacht, so, naja. Wobei ich das super schön finde. Ich finde das Spiel wirklich super schön grounded. Super schön dargestellt, inszeniert. Wirklich, es ist einfach. Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft in so ein bisschen knuffig. Und ich verstehe nicht, warum es so lange gedauert hat, bis jemand. Oh oh. Bis jemand in so einem Szenario so ein Spiel baut, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall super interessant. Nur leider habe ich mich da echt dran abgespielt. Schere. Hey, ich weiß nicht, warum wir so krassen Munitionsmangel haben. Ich habe 5 Schuss für die Pistole und eine Granate, sonst gar nichts. Dabei, ich loot doch eigentlich einigermaßen. Dachte ich. Müssen wir da jetzt durchschwimmen? Es ist gleich da drüben. Naja, anscheinend. Ich würde empfehlen, dass du noch ein Jahr wartest. Die Main Story ist aktuell nur zu 1% vorhanden. Ich glaube, 3,5 Stunden waren wir unterwegs. Balancing muss auch noch einiges passieren. Die Spinnen killen dich mit dickster Rüstung zu easy. Ah ja, okay. Ja, gut. Aber das wäre jetzt eh nicht mein Kandidat für das nächste große Sepuloni Spiel, das ich stundenlang suchte. Das fand ich interessant. Das sah eben interessant aus, wegen dieser alles so kleingeschrumpft. Dieser Garten, der zum Abenteuer, zum riesigen Abenteuer wird, sah das interessant aus, aber naja. Okay. Will. Ich lege mich jetzt hin. Trotz der ganzen Aufregung vorhin macht mich diese Grippe total schlapp. Bitte lass mich ein paar Stunden schlafen. Das ist irgendwie komisch. Trotz der Aufregung macht ihn diese Grippe total. Sollte es nicht wegen der Aufregung sogar noch schlimmer sein? Ich weiß es nicht. Er meint vielleicht wegen Adrenalin oder so. Bitte lass mich ein paar Stunden schlafen. Vielleicht werde ich sie dann wieder los. Naja. Unser kleines Bienchen habe ich auch schon ins Bett gebracht. Ich glaube, die ganze Brutalität hat sie ziemlich erschüttert. Sie hat gefragt, Mama, warum habt ihr diese Leute geschubst? Ich habe gesagt, dass wir nur so an Bord kommen könnten. Sie hat genickt, aber ich glaube nicht, dass sie das alles verstanden hat. Vielleicht hätte ich etwas anderes sagen sollen, ich weiß es nicht. Naja, wenn sie vor mir aufwacht, lies mit ihr ein paar von ihren Büchern. Das scheint sie zu beruhigen. Hoffentlich konntest du dieses Rationsproblem lösen. Ich liebe dich, Quinn. Ja. Und jetzt ist sie wahrscheinlich tot. Pfeile? Abby hat doch gar keine pfeilbasierte Waffe, oder? Schalldämpfer interessiert mich nicht wirklich. Hier könnten wir vielleicht mal wieder was machen. Oh ja, Brandmunition für die Schrotflinte. Das finde ich schon eher sexy. Und dann können wir auch gleich noch Jagdpistole mehr Munition herstellen. Achso, ich kann jetzt grundsätzlich Munition herstellen für die Jagdpistole. Cool. Machen wir das. Na gut. Halt, stopp. Munition nehmen wir natürlich immer mit. Klebeband auch.
Das Witzige ist, ich habe ja The Last of Us 2 schon durchgespielt und ich kann mich an die Stelle hier absolut nicht mehr erinnern. Null. Null. Auch schon, dass ich da eingesperrt war im Wald und da überleben musste, damit mir die Kinder die Tür öffnen. Null Erinnerung. Dabei ist das noch nicht so lange her. Ah.